Österreich wird immer gefährlicher. Gewalt explodiert. Bürger leben in Angst und Schrecken. Ist das wirklich so? Wir waren auf der Maria-Hilfer-Straße und haben die Leute befragt. Natürlich schlecht, gell? Ja, man sollte natürlich auf jeden Fall was dagegen machen. Klatschpresse, kein Journalismus für mich. Es ist alles bei den Haaren herbeigezogen. Reißerisch. Übertrieben und wahrscheinlich jetzt einen politischen Hintergrund. Ich finde, im Medien wird ein bisschen übertrieben. Ganz einfach. Was denken wir? Sowas lesen wir fast nicht, ja. Ich weiß, dass diese Schlagzeilen darauf ausgelegt sind, Angst zu kreieren und den Einbrecher immer brutaler. Das sind reißerische Schlagzeilen, das sind schlechte Tageszeitungen, die auf Emotionen bauen und ich nehme es nicht ernst. Aber es hat sicher Einwirkungen auf die Leute. Übertreibung kann ich nicht ernst nehmen. Ich habe ein Kind und da mache ich mir schon Sorgen. Also ich kann ihm jetzt nicht mit gutem Gewissen zum Beispiel im Park spielen lassen oder so. Das würde ich jetzt nicht machen, dass er allein im Park gehen darf, so wie wir damals, aber... Ein bisschen Angst hat man schon, ja, weil so viel passiert. Man hört ja schon immer mehr und mehr. Beängstigend ist es schon, es rückt halt immer näher, ja. Step für Step. Aber ansonsten glaube ich, es wirkt immer weiter weg, wenn man dann wieder einfach regionalere Zeitungen liest, wirkt es wieder sehr, sehr nah. Andererseits fühlt man sich selber wenig betroffen, sage ich mal. Aber es ist einfach unmittelbar in der Nähe auf jeden Fall. Es ist spürbar. Ja, man soll die Situation bekämpfen, ne? Und irgendwas dagegen zu tun. Die jammern, die haben zu wenig Polizisten und die Versprechungen sind groß, aber tut sich leider wenig. Ja. Also wir wohnen da in der Umgebung, also wir fühlen uns sicher. Ja, wenn ich das lese, denke ich, dass wir schon einer unbestimmten Zeit entgegengehen. Also dass es schon anders geworden ist. Ja, wir werden konfrontiert die ganze Zeit mit solchen Nachrichten, oder? Also es ist ja eigentlich zum Normalzustand geworden, sowas jeden Tag zu lesen. Ich denke, dass das vor den Medien eigentlich alles viel mehr pusht wird, als was da wirklich ist. Ja. Ich wohne gleich beim Praterstern, ich bin fast jeden Tag dort. Ich weiß, wie es ausschaut, also mich schockiert das nicht unbedingt. Ja. Übertreibung, neue Medienkultur, alles was passiert wird berichtet, überzogen. Also bei mir persönlich, Jahrgang 67, Gewalt gab es immer schon, auch in meiner Jugendzeit schon, nur wurde halt nicht so intensiv darüber berichtet. Und Polarisierung, also unterschiedliche Medienwahrnehmung, wo so etwas ausgeschlachtet wird. Polarisierung, das ist auch das Resümee unserer heutigen Umfrage. Reißerisch, Klatschpresse oder einfach nur Gelächter, das waren die Reaktionen. Aber auch Sorgen um Sicherheit und Zukunft schwangen mit. Gießt Journalismus heute Öl in das emotionale Feuer der Menschen?